So, die nächste Lokomotive ist von Lima. Sehr schönes Modell, wie ich finde. Ist eine E10. Auch Zweier der Gleichstrom analog. Fährt auch sehr schön. Ist quasi neuwertig, unbespielt, würde ich sagen. Und war auch relativ preiswert gewesen. Die hat knapp 40 Euro gekostet. Da gibt es eigentlich auch nichts zu sagen und fährt für eine Lima-Lok, fährt die sehr schön. Ist auch sehr schön detailliert. Und finde ich tipptopp. Also diese Altbau-E-Loks oder Einheits-E-Loks, die gefallen mir richtig gut. Also da habe ich auch von Fleischmann eine 110, eine Bügelfalte und eine 112, die ich ja schon im anderen Video mal vorgestellt habe.